Ubisoft. Assassin's Creed 3. Hallihallischen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Assassin's Creed 3. Yo! Da freue ich mich schon drauf. Beliebige Taste drücken, ja. So. Und dann beginnen wir mal die Story. Woo. Ja, das geht alles auf Uplay. Ja. Einzelspieler natürlich. Neues Spiel beginnen. Desmond. Nö. Nenn mich mal Coda. Oder LP. LP Coda. So. Mein Name ist LP Coda. Und ich bestätige das. Von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihm fast das Leben. Aha. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe, derselben Gruppe, die nun Desmond hat. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und das Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, die Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimme der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen, einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Alterias und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Interessant, Leute. Nun ja, ja, verschiedene erkennen das Spiel schon, von daher. Ich fange an sich später an, denn gleich kommt ja schon Assassin's Creed 4. Black Flag. Aber, nun ja. Vielleicht mache ich es auch spannend. Nun ja, zieht es euch rein. Wir sind da. Aha. Oh. Nö. Wir sind doch gar nicht da. Nö. Das ist nur ein Zwischenstopp. Okay. Ja. Wunderschön. Ne? Das ist eine Höhle. Ich sag mal einfach nichts. Gehen wir. Okay. So, dann fangen wir auch schon an.
So, da bin ich auch schon. Hallo, Leute. Lalala. Okay, ja, ich muss einfach mal nichts tragen. Ich finde es immer noch immer ein schönes Ambiente. So, ich versuche mal so. Oh, ja. Oh. Muss ich das jetzt machen? Hope. No hope. Wow. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Ja, dann gehen wir mal. Die kleine Höhle. Was gibt's denn hier? Oh. Simsalabim. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube auch mal. So. Kommt ihr mal? Los! Schneller! Oh, die warten auf mich. Scheiße. Ich will da nicht da! Da wieder auf? Nö. Kann ich das Leuchtfeuer? Okay. Oh. Wunderschön. Da ist. Most inter. Ah, ich kann laufen. Freedom! Woohoo! Mutter, ich bin zu Hause! Da ist ein Stück. Ich glaube, das Stück gehört da rein. Ja? Was passiert? Aha. Wow. Alter. Mensch, das sieht aber geil aus. Schlüssel. Sohn? Sir? Ah, das schon wieder. Desmond? Jo? Kannst du uns hören? Jo? Ja.
Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sickereffekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Wie mach ich das? Okay. La 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 da 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 di 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 di. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Und nochmal von vorne. So, ein bisschen Schwung nehmen. Heia! Ups! Hopp! 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 Nein! Oh! Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Halt! Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Oh. Daneben. Hallo. Hallo! Hallo! Du nur über den Abgrund springen. Ich hab's vermasselt, sorry. Nein, nein! Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Nein, nein! Geh auf den Zaun. So. Darüber, darüber und... Ah! Oh! Komm. Oh, wo geht's denn da rein?
Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Lol. Alles in Ordnung, Sir? Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Birch! Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Tschüss. Also natürlich weiß ich jetzt, wen ich spiele, das ist hier Hatem, Sigmund Sons, der Etre Royale, Convente Garden. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Jo, das mach ich. So, aber das mache ich erst in der nächsten Folge. So, es soll ja spannend bleiben, aber ich denke mal, die meisten haben es schon gesehen. Von daher wird es wahrscheinlich nicht spannend sein. Aber nun ja, ich bin Hathan Kenway und damit sage ich dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal im Theatre Royale.